Die USA haben gewählt und auch am Tag danach steht immer noch nicht fest, wer das Rennen um die Präsidentschaft gemacht hat. Der Demokrat Joe Biden kann bislang mehr Wahlmännerstimmen auf sich vereinen. Amtsinhaber Donald Trump könnte aber trotzdem noch gewinnen. Mehrere Bundesstaaten sind noch nicht komplett ausgezählt. Zum Sieger erklärt hat sich Trump zum Entsetzen vieler Menschen in den USA und weltweit dennoch schon. Alle Augen richten sich jetzt auf die wahlentscheidenden Staaten Michigan, Pennsylvania und Wisconsin. Insbesondere Pennsylvania kommt eine wichtige Rolle zu. 2016 hatte Trump hier äußerst knapp gegen Hillary Clinton gewonnen und auch jetzt liegt er vorn. In Pennsylvania werden Briefwahlstimmen mit Poststempel vom Wahltag aber noch bis zum Freitag angenommen. Sehr zum Unmut Trumps, da die meisten Briefwähler demokratisch abstimmen. Auf Twitter schäumt der Präsident: Gestern Abend lag ich noch in vielen wichtigen Staaten in Führung, die von den Demokraten regiert werden. Doch nach und nach sind alle auf mysteriöse Art umgekippt durch plötzlich aufgetauchte Stimmen. Das ist sehr seltsam. Der demokratische Gouverneur von Pennsylvania mahnt zur Ruhe. Wir werden die Ergebnisse vielleicht auch heute nicht kennen, aber das Wichtigste ist, dass wir korrekte Ergebnisse haben. Auch wenn es ein wenig länger dauert, als wir es gewohnt sind. Täuschen Sie sich nicht, bei dieser Wahl steht unsere Demokratie auf dem Prüfstand. Bereits vor dem Urnengang hatte es Befürchtungen gegeben, dass Trump eine mögliche Niederlage nicht anerkennen könnte.